Moin Leute, Devex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Dark Souls. So, wir haben beim letzten Mal Quenag besiegt und ja, jetzt geht's weiter zum Steingolem. Und zwar mit super genialer Begleitung. Richtig. Ach genau, darunter. Wenn ihr mal hier ankommt, dann schlagt doch mal bitte auf alle. Ich meine, die betteln ja förmlich darum. Und schauen einfach mal, was passiert. Ganz viele tolle Dinge. Sag mal, glaubst du wirklich, dass hier irgendwer mal alle zerschlagen hat? Ja, noch alles. Ja, schon mal wieder. Die laufen ja schon zu dir. Die krabbeln ja schon zu dir. Wow. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Okay. Nee, das ist niemals eine Sackgasse. Ja, genau. Schau es dir doch an. Ja, warum führt ein Weg hierher? Weil... Weil YOLO, nein. Ja, gut. Nein. Eben. Ist, nein, da passiert jetzt gleich irgendwas richtig krasses, das weiß ich. Das hast du im Urin. Richtig. Alter. Ratsche versuchen in die Lava zu gehen. Das ist so Speziallava, die bringt dich nicht um. Ja, klar. Ich meine, sieht doch freundlich aus. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier ist, aber scheinbar ist es sinnlos. Das ist aber der einzige Weg gewesen, oder? Nein. Du kannst auch nach oben laufen. Und warum sagst du mir dann, dass ich nach unten soll? Keine Ahnung. Gut, richtig gut. Aber wir haben gerade 30 FPS. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was diese 20 neben der 30 sein soll. F. L. E. Keine Ahnung. Vielleicht ist es die. Files. Macht keinen Sinn, aber gut. Vielleicht ist es ja die FPS-Aufnahme, wie es in dem Video sein wird. Kann es sein? Nein, das wäre. Das. Nein. Nein. Ich nehme mir mit 30 FPS auf. Also. Zwar steht links mehr, aber ist das Video ist am Ende nur mit 30 FPS. Ach, bin schon richtig gelaufen. Ey, perfekt! Wow, wow, wow. Das sieht richtig, richtig krass aus. Ach, da bei dem Boss, da kommt gleich ein Boss, da gibt's einen easy wie jetzt gleich. Trick. Ja, klar. Gleich, wenn du da durchgehst. Als ob. Nein, das war gelogen. Ach, komm, ich komm einfach raus. Ich komm in eine neue Welt, ja. Ja, neue Welt, das ist es. Was? Gut, vielleicht auch nicht so neu, aber wo gut, zum Glück ein Bossfight. Ja, zum Glück. Ja, und entschuldigt unsere Stimmen, wir haben gerade noch 10 Uhr morgens, da hören wir uns halt anders an. Boah, so ein weiter Weg. Was ist da? Nee. Wow! Oh, der hat keine Angst, der macht nichts. Oh, der macht nichts. Nee, der sieht nur angsteinflößend aus, ja? Ja, der macht wirklich nichts. Trust me. Oh Gott! Alter, muss ich. Der macht was ist das? Nichts. Nichts? Ja, nichts ist ziemlich groß. Ich muss der ist voll freundlich. Das ist eine Spinne. Die Augen leuchten rot. Nein. Der ist doch voll freundlich, das sieht man doch. Ja, der macht was. Ich kann sogar anvisieren, natürlich macht aber er was. Macht nichts. Siehst du? Das ist Best Buddy. Okay. Alter, was zur. Okay, gleich macht er vielleicht doch was. Warum? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh shit. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich töten? Ja. Und wo? Wenn er mit seinen Armen auf das Ding draufschlägt. Rolle, Rolle! Da drauf auch. Am besten zwei in dich. Oh shit! Das Ding macht ja. Ich mach ja noch weniger Schaden als bei der Spinne. Ja, es gibt auch ein. Ja. Ich sehe ja nicht mal, welcher Arm jetzt da unten kommt. Oh, oh, alle! Hey, was macht der? Okay, das macht der. Ah, warum muss ich ihn besiegen? Weil du sonst wegkommst. Was? Da machst du mir nicht. Boah, fuck. Verloren. Oh. 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 Okay. Vielleicht zwei Bossfights innerhalb von ungefähr 10 Minuten. Das finde ich klasse. Aber das ist der lächerlichste Bossfight im Spiel. Weil da gibt's. Da, ach so. Da gibt's easy, special,
Tactics, da kannst du ihn sogar mit der Faust besiegen. Ah ja, klar. Ernsthaft? Moment, wo bin ich lang gelaufen? Da unten. Ah. Einfach runter. Nice, gut. Ach du Scheiße. Wer ist das genau? Lavastromdämon. Lavastromdämon? Lavastrom. Ich dachte gerade Lavastrom, der macht nein, keinen Sinn. Lavastromdämon. Und wo hat das Ding Strom? Da ist nicht der Strom gemeint, sondern der Strom im Wasserstrom so. Ah ja. Gut. Wie, das Viech kommt schon. Das ist das. Hä? Ja, das läuft schon zu dir her. Ach, es ist doch. Oh! Es läuft schon zu mir her. Oh. Okay, jetzt ist es um einiges nicht mehr so. Ja, mein Deutsch, ja. Es ist jetzt irgendwie nicht mehr so gruselig. Ja, genau. Jetzt, wo ich sehe, dass das Ding Beine hat. Was macht das? Oh! Voll okay. Okay. Voll okay. Ah, ne, lol. Ach, das gehört zum Arm. Oh, shit. Ich will nicht gegen das Viech kämpfen. Easy. Vielleicht da hinten in den Stein bist du sicher. Ich glaube. Wieso glaube ich es nicht? Jetzt bist du nicht mehr sicher. Oh, shit. Okay. Ich will nicht gegen das Viech kämpfen. Du musst, was du tun musst. Hey, wie habe ich gerade Leben verloren? Oh, come on, wirklich. Lavastrom, Dämon. Oh, ach nein, ey. Das hätten sie jetzt nicht bringen müssen. Wirklich, das hätten sie nicht bringen müssen. Nein, 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 geh nicht weg. Den tötest du schon. Nee, ich wollte da nicht auch gar nicht weglaufen. Ich bin gut. In die falsche Richtung gespawnt. Okay. Ah, fuck it. Easy jetzt. As fuck, sag ich dir. Ja, genau, richtig. War überhaupt nicht schwierig oder so. Nee. Ich meine, die fucking Spinne wird einfach so richtig episch angekündigt, sogar mit Cutscene, ja? Ja, der wurde auch angekündigt, ich meine, du hast ihn gesehen. Ja. Richtig, ich habe ihn gesehen, aber er wurde nicht irgendwie von wegen, hallo, ich bin wichtig, angekündigt, ja? Stimmt, das ist bloß ein Zeitcharakter. Obwohl der Taurus-Team eigentlich auch nicht so wichtig angekündigt wurde, aber die Gargoyles wurden wichtig angekündigt, Quelak wurde wichtig angekündigt. Und, ja. Und. Ne, das war's. Oh Gott, ey. Oh cool, ich dachte, das bringt irgendwas. Ich dachte, irgendwas mit dir. Ich will aber nicht verlieren. Dann lauf da hinten zur alten Arena, wo du gekämpft bist. Weil du bist. Gekämpft bist. Oh, come on, wirklich. Alter. Und der damit gerade aus oder sah das nur so aus? Ah, shit. Okay. Moment, eventuell. Lauf in die Ecke, lauf in die Ecke. Wow, crap. Gut, dass ich ihm so Mass Damage mache. Ich hatte schon Sorge darum, dass das irgendwie zu leicht gehen würde. Oh! Flapp ist entfernt oder was? Ah, fuck! Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass er mit irgendwas ausholt. Komm wieder mal. Nee, nee. Zeit für's. Ich dachte jetzt eigentlich, wir können ganz ruhig zum Golem gehen. Ja, nein, Zeit für Special Technik. Weil der Golem eigentlich echt leicht ist. Erstmal nehmen wir uns. Hier die Ausrüstung von denen, die du aufgesammelt hast. Die hat nämlich übertrieben Feuerresistenz, wenn du es anschaust, 58. Okay. Ist jetzt auch nur übertrieben schwer, nehme ich an. Ach nee, aber die wiegt sogar weniger. Okay, hab ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte auch gerade irgendwie, das wäre ja, ein überall, anderes Material bei dem Hemd. Ja, perfekt. Und. Nein. Noch ein paar Gesten machen, ja? Sehen, du siehst ehrlich gesagt aus wie so ein Zauberer. Ja, geh. Brauch ich nicht. Wie, du brauchst keine. So, ich nudel den mit den Fäusten. Ja, ist klar. Ich nudel den so hart mit den Fäusten. Wirst schon sehen, wirst schon sehen. Aha.
Mit den Fäusten. Na dann. Fäusten. Das kann ja nur schief gehen. Obwohl das Gewand eigentlich ziemlich cool aussieht. Erinnert mich so ein bisschen an hier. Ach, die schwarzen Hexer da aus Harry Potter. Oder wie ist die nochmal? Keine Ahnung. Und da Yo, kommt der. Best Buddy! Wow! Das macht genau. Das sieht sogar so aus, als ob es noch mehr Schaden machen würde. Sieht aber aus. Ja, das sieht echt noch so aus. Hoffe ich. Hey, waren wir nur noch 4? Ja, achso. Okay, was genau? Special Technique. Hier ist die beste Kampfzone überhaupt. Ah ja. Achso. Ich frag mich. Okay, kommt der nicht so weit oder? Nein, ich bin die Sicht. What's up, Bro? Geht das spannend los. Du wolltest einfach nur die Seelen zurückhaben. Ja, genau. Alles klar. Oh, die Seelen, stimmt. Du wirst meine Special Technik schon sehen. Okay. Extrem special. Was zur. Ist der gerade mit dem ganzen Oberkörper auf die Plattform da gegangen? Du wirst schon sehen, was du machst. So, der fällt da einfach hin und stirbt. Ja, okay, das bezweifle ich einfach mal. Willst du irgendwie glitschen oder? Alles. Ich mein Damage genommen, siehst du? Ja. Hier bin ich! Kann sein, dass der immer dunkler wird? Bro, hier bin ich! Fang mich doch! Nein! Alter, was? Jo. Was macht der für. Easy! Was? Bosskampf war noch nie so easy. Ja. Ist klar. Ja. Wow, mit den Katzen. Er wird mit der Katzen verabschiedet. Ja, jetzt ist die Lava doch weg. Ja. Easiest Boss Fight in my life. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Ich denke mal, das kann man gut nachvollziehen. Was zur Hölle war das? Also. Ich dachte gerade erst. Ernsthaft? Das kann doch gar nichts werden. Der haut einfach nur drauf und es macht 2 Schaden. Und plötzlich. One hit. Easy. Ist es normal so, dass wenn man bis zu 10 Damage dealt, dass man dann One-Hit landet, oder? Wie ist das? Das ist, wenn du ganz Anfang hin, also wenn du zum Orten läufst, die Rüstung bekommst, und dann ganz zum Anfang läufst. Reicht doch eigentlich, oder? Ja. Und dann ganz zum Anfang läufst, ist er dir schon so lange gefolgt, dass er dich fangen will, dann springt er auf dich drauf, hängt dann fest, so über der Schlucht, und dann schlägst du auf seine Hand, die Hand. Fällt ab, ja, kann sich nicht mehr halten und wird One-Hit runter und du hast 20.000 Seelen. Okay. Genau, 20.000. Ja, warum nicht, ne? Es wäre nämlich leichter gegangen, wenn du zum allerersten Mal gleich weggerannt wärst, wenn du die Rüstung aufgesammelt hättest. Ich würde gerne mal draufhauen, aber ich will es nicht riskieren. Dann kauft dir jetzt was und hau dran drauf. Also, ja. Was ich viel krasser finden würde, wäre, wenn die auf einen zulaufen würden und sobald sie an einem angekommen wären, explodieren, ja. Das wäre so richtig, richtig assi. Ich meine, die verfolgen auch schon so hässlich. Ja. Also da drüben. Killer. Gut, sind zwar zu langsam wie ihr. Seht die schon mit ihrem Killerblick an. Kondition. Okay. Kondition. Ich würde sagen, also Stärke 2-mal. Halt's ab, nein, Kondition. Okay. Nicht mehr Ausdauer. Und mehr Gewichtslast.
35, oh. Jawoll. Ja, hör auf. Hast du nichts zu verlieren? Du sprichst neben dem Bonfeuer. Tauch auf. Na. Gleich neben dem Bonfeuer. Okay, und? Oh, so. Das Ding ist tot. Ragdolls! Wir lieben sie! Okay. Hatte ich mir ein bisschen später. Warte mal, was ist da oben? Geh hoch, rüber hoch. Ja. Was ist das? Der wird nur. Nein, geh mal hin, Der wird nur vorgeschoben. Der wird nur vorgeschoben. Nein, jetzt geh da hin, Doch. Nein, jetzt schau sie doch an. Nein. Alter! Muss ich mir nicht antun. Boah, bis man mal angekommen ist, ist das. Was ist da drüben? Oh, okay, dieser Hammer. Da liegt Nieder in der Lava. Links, 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 links. Da. Glaube ich irgendwo. Ich hoffe doch mal, dass sich das lohnt. Nein, nicht da. Nicht da, sondern irgendwo liegt Nieder in der Lava, das weiß ich. Da liegen genug Items. Das ist, glaube ich, das Ziegendämon. Was? Oh, muss ich gegen die nochmal kämpfen oder was? Scheint so. Okay, Ziegendämon. Aber nur Ziegendämon, das schaffst du. Klar. Was machst du denn hier? Schon lange nicht mehr gesehen. Ach komm, wirklich. Mach doch richtig viel Damage. Nimm die Waffe doch einfach zwei an. Ja, Moment. Mach doch noch einen. Nein, jetzt ist zwei an. Jetzt. Einmal noch. Ja, ja, komm, da muss er ja ausweichen, klar. Und jetzt. Bam! Easy. Als hinten hinter dir. Hinter dir, da rechts. Da hinten liegt ein Item. Ah, will ich nicht. Nein, doch, es ist eine Glut. Oh, okay. Ich glaube, es ist eine Glut. Ich hoffe doch mal, es ist eine Glut, weil die Glut wäre jetzt echt gut. So, ich überlege, ob ich echt nur so rumlaufen soll, weil im Prinzip müssen wir nur ausweichen und schlagen, ja? Ja, also. Gut, so funktioniert eigentlich Dark Souls. Also, Taurus, dein Mann. Zweimal. Was? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich dachte nicht, dass die gut ist, aber. Ich renne ja nur. So, minimal. Was? Gut. Vorschlag. Ich scheiß auf das, was da ist. Aber 6000 Seelen. Ah, verdammt. Als hättest du es geplant.